Yo ho ho and welcome back to another video here on the channel. Today we are celebrating that tomorrow is the 1st of December. Und ja, damit auch schon genug Englisch, denn today we are not going to speak English. I will put English subtitles for those who don't understand German. Aber genau, ich möchte heute mal den Weihnachtskalender auf Deutsch vorstellen. Ein Weihnachtskalender von Stronghold Crusader Karten, die alle recht schwierig sind. Und ja, wir wechseln mal vom Ambiente hier rüber. Link zum Ambiente, falls ihr das sehen wollt, unten in der Videobeschreibung, wie immer. Ja, im Prinzip der Weihnachtskalender, ein GitHub-Projekt auf meinem GitHub. Ihr könnt ihn auch dort auschecken, wenn ihr wollt. Und ich werde jeden Tag im Dezember ein Türchen hinzufügen. Das heißt, das Türchen 1 ist bereits da. Ja, also Prolog und Epilog habe ich bisher nicht gemacht. Vielleicht kommt das später nochmal hinterher als extra. Könnt ihr euch darauf freuen. Aber ja, Türchen 1 bis 24 habe ich vor hinzuzufügen. Bisher gab es nur die ersten 21 Türchen und mittlerweile auch etwas veraltet. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir laden im Prinzip hier über den Link, den ihr auch in der Videobeschreibung finden könnt, den Kalenderlauncher.exe runter. Das ist im Prinzip das Programm, das euch den Weihnachtskalender auf eurem PC installiert. Ihr müsst nichts weiter machen, als den auszuführen. Und ja, ich habe den schon mal runtergeladen. Da gucken wir einfach uns das mal an. Und ja, da an der Stelle nochmal vielen Dank an CEO, der mir diesen coolen Launcher hier programmiert hat, der echt klasse ist. Und vielen Dank an Prinz Peter für das coole Icon, wie ihr sehen könnt. Ist dies im Prinzip der, ja, Ansage aus dem Spiel Stronghold Crusader. Ihr seht das hier an dieser Kapuzenform. Im Weihnachtsmodus. Dann öffnen wir doch einfach mal. Und genau das werdet ihr auch bekommen. So eine Warnung, die sagt, euer Computer wurde durch Windows geschützt. Ist aber kein Problem. Geht einfach auf weitere Informationen. Trotzdem ausführen. Das liegt einfach daran, dass es ein Programm aus dem Internet ist, was ihr gerade runtergeladen habt. Das ist natürlich nicht so ganz ohne, ne? Ja, wir füllen ihn jetzt aus und er legt jetzt so einen Ordner an. Keine Sorge, es dauert ein bisschen, da kommen immer mal so ein paar schwarze Fenster. Und irgendwann öffnet sich so ein Menü mit einem Ordner, wo ihr was auswählen sollt. Und da steht, zeige mir deine StrongholdCrusader.exe, deine StrongholdCrusader.exe im Installationsverzeichnis. Das heißt, jetzt ist es an der Zeit, eine Stronghold Crusader 1.41, also Version 1.41, das ist die Steam-Version, auszuwählen, die ihr verlinkt. Es ist völlig egal, ob die gemoddet ist oder nicht mit dem UCP. Natürlich, wenn sie gemoddet ist und da irgendwelche grafischen Dateien drin sind, dann wird euer Spielerlebnis auch diese grafischen Dateien enthalten. Ihr könnt also einfach wählen, was ihr wollt. Solange das ordnungsgemäß gemoddet ist mit UCP, sollte das die Backup-Exe finden. Ist aber kein Problem. Ich wähle einfach sicherheitshalber hier die Vanilla-Installation aus. Und da klickt ihr auf Stronghold Crusader X einmal drauf, nicht doppelklicken, sonst führt es aus. Und drückt dann unten rechts auf Öffnen. Und das war es im Prinzip schon. Das ist alles, was ihr machen müsst. Ihr müsst halt euer Installationsverzeichnis finden und dann das auswählen. Genau, und dann dauert das ein bisschen. Es kommt auf eure Internetgeschwindigkeit an. Das lädt jetzt ein bisschen was runter, damit das alles auch funktioniert. Und ihr seht hier, mein Please Wait Button wird immer größer. Und im Hintergrund seht ihr dieses ja, Git-Cloning-Fenster. Im Prinzip ist das eine Portable-Git-Instanz, für die es interessiert. Jetzt klickt ihr hier auf Completed und bam. Jedes Mal, wenn jetzt ein neuer Tag anfängt, also die zweite Tür zum Beispiel aufgeht, eventuell mache ich dann noch ein neues Video dann dazu, könnt ihr den Weihnachtskalender neu spielen, ja, und wir sehen jetzt, hier ist schon irgendwie was schiefgelaufen. Also im Prinzip sind wir gerade Deutsch, ja, ihr habt Deutsch und Englisch zur Auswahl. Es gibt die Karten in beiden Sprachen verfügbar. Genau. Und wenn ihr neues Türchen haben wollt, also momentan gibt es ein Türchen 1. Morgen gibt es dann auch noch, zum ungefähr gleichen Zeitpunkt, wie dieses Video released wird, lade ich dann Türchen 2 hoch und so weiter und so fort. Und da könnt ihr dann im Prinzip einfach hier das neue Türchen auswählen, indem ihr einfach diesen Launcher hier neu startet. Der lädt euch das automatisch runter, müsst ihr gar nichts weiter machen. Ja. Aber worum handelt es sich eigentlich beim Weihnachtskalender? Ja, wir haben jetzt hier viel drum herum geredet, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Beim Weihnachtskalender handelt es sich um Missionen, die es richtig in sich haben, wo ihr ein bisschen knobeln könnt. Ich gehe davon aus, dass ihr nicht jeden Tag eine komplette Mission spielen werdet. Sucht euch einfach die raus, die euch gefallen. Ja, ich gebe euch eh den Tipp.
Ihr müsst nicht alles spielen, ja. Wenn ihr Tryhard seid, klar, gerne. Ich freue mich über die Speedrunner unter euch, die es schaffen, den Weihnachtskalender in möglichst kurzer Zeit durchzuspielen. Aber an sich ist der nicht so ohne, genau. Und am ersten Tag geht es gleich saftig los. Ihr seht, wir haben hier so eine Übersichtskarte. Ich kann das auch mal ein bisschen größer machen. Wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr die nochmal ein bisschen genauer angucken. Und ihr seht, hier oben ist ein Sheriff. Hier haben wir den Saladin mit einem Sultan davor. Eine Ratte und eine Schlange. Die sind alle gegen euch verbündet. Und ja, ihr seid quasi mit diesem Emir zusammen verbündet. Euer Berg befindet sich hier rechts. Euer Lord befindet sich hier unten links. Und die erste Aufgabe, die ihr haben werdet, ist, irgendwie diese Schlange hier platt zu machen. Sich quasi an ihr zu rächen, denn sie hat euren Bergfried zugrunde gerichtet, hier eure Burg klein gemacht. Und ja, umso schneller ihr natürlich zu eurem Bergfried kommt, umso schneller könnt ihr eure Wirtschaft aufbauen. Und dann besteht die Herausforderung darin, Stück für Stück die anderen Gegner platt zu machen und irgendwann den Saladin hier zu überwältigen. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß. Natürlich könnt ihr hier auch noch ein paar Hinweise sehen. Genau, klappen jetzt nicht auf. Falls ihr irgendwie nicht weiterkommt, hat jede Karte so ein paar Hinweise, die ihr aufklappen könnt. Wo quasi hier, ja gut, den ersten gucken wir uns mal an. Falls du Verstärkung brauchst oder knapp bei Kasse bist, frage doch einfach Emir. Auf ihn ist Verlass. Genau, und da gibt es halt so ein paar Hinweise einfach. Das meiste bei den ersten Türchen ist ziemlich offensichtlich. Ist halt so, dass ich da quasi mir gedacht habe, ja, es kann sein, dass ihr da vielleicht nicht ganz so gut klarkommt. Und da wollte ich einfach die Möglichkeit geben, sich, ja, Hilfe zu holen. Wenn ihr trotzdem nicht weiterkommt, fragt gerne auch einfach im Discord nach. Discord-Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Kein Problem. Genau, drückt ihr jetzt einfach auf Spielen und das führt dann automatisch euer Spiel aus. Genau, und da kommt ihr jetzt in das Spiel hinein und das Erste, was ihr macht, ihr seht ja schon wieder hier Nvidia Shadow Experience, bla, interessiert uns gar nicht. Ihr geht auf eigene Szenarien und Karte spielen. Und dort werdet ihr im Prinzip nur die Türchen sehen, die ihr bereits habt. Es kommt halt auf den Tag an im Dezember. Am ersten Tag habt ihr nur das erste Türchen zur Verfügung, am zweiten das zweite und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr direkt loslegen. Und wir starten einfach mal rein, schauen uns das einfach mal kurz an und sehen wir gleich, ne? Ja, erstmal noch die Beschreibung lesen. Die Aufgaben. Das erste Türchen des Weihnachtskalenders von Karelotus. Mir, ja. Der Krieg zwischen Saladin und Emir hält die Flusslande gefangen. Saladin gewann in letzter Zeit die Oberhand, da immer mehr der Flusslandlords sich auf seine Seite schlugen. Es war, als ihr Emir zum letzten Weihnachtsfest besuchtet, als euch Earl Doubletongue, die sogenannte Schlange, hinterging und euren Bergfried schliff. Ihr seid der einzige Freund, der Emir nun noch bleibt. Seine Vorräte gehen langsam zur Neige. Er kann euch nicht für immer bei sich beherbergen. Er hat euch eine Armee gesammelt und zur Verfügung gestellt. Kämpft und erobert eure Ländereien zurück. Nehmt ihr den Auftrag an, so könnt ihr Rache an der Stange nehmen. Es muss Saladins glänzendes Gold gewesen sein, das sie zum Verrat verleitet hat. Zeit, diesen Krieg zu beenden. Nehmt euren Bergfried ein und tötet diesen grausamen alten Mann ein für alle Mal. Tja, damit ist natürlich Saladin gemeint. Wir gehen jetzt einfach mal in die Mission rein. Ihr seht schon direkt, ihr startet hier mit einer Menge an Startgütern. Die seht ihr an der linken Seite. Auch einigem Gold nochmal extra. Und ja, bei dieser Mission habt ihr auch so ein paar Sachen hier unten. Ihr könnt theoretisch auch Sachen verkaufen, wenn ihr wollt. Aber ihr habt halt nicht wirklich die Möglichkeit, Sachen zu rekrutieren. Leicht, wenn ihr ein bisschen cheeky seid. Machen wir jetzt aber gar nicht. Denn wir fokussieren uns auf, was eigentlich los ist. Und das ist, den Lord und die Armee rüberzubringen. Genau, ich würde jetzt auch gar nicht weiter spoilern. Im Prinzip gucken wir uns vielleicht noch mal ein bisschen die Karte an. Hier ist im Prinzip die Schlange. Ihr müsst euch ein bisschen überlegen, wie ihr die überrennt. Umso länger ihr wartet, umso mehr Rekruten hilft sie natürlich aus. Sie hat jetzt hier noch 4000 Gold. Und wir sehen der Emir. Also eine Sache sage ich euch gleich. Das Ganze ist ohne Bug-Using getestet. Also bitte nutzt keine Exploits. Zu Exploits erzähle ich alles, was auch das KI-Verhalten verbuggt. Das wäre zum Beispiel, den Lord auf den Bergfried zu stellen. Das wäre direkt ein Exploit und das würde eventuell sogar das Spiel zum Laggen und zum Crashen bringen. Ich würde euch raten, einfach eure Truppen zu nehmen und den Lord, wenn möglich, immer auf den Keep zu stellen. Es ist nicht in allen Missionen der Fall, dass es direkt möglich ist. Hier und da ist der Lord eventuell auch mal am Kartenrand irgendwo gefangen, ne?
Genau, aber das war es auch schon soweit von mir für die Einführung in den Weihnachtskalender. Ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß habt und eine schöne Adventszeit erlebt mit diesen spannenden Missionen. Ich sag's nochmal, sie sind sehr schwierig. Sie fangen ungefähr beim Schwierigkeitslevel des Endes des Kreuzzugmarsches an und gehen quasi bis zur Schmerzgrenze, wo es eventuell irgendwo für jeden eine Mission gibt, wo er nicht weiterkommt. Nur die wirklich hartgesottenen werden es bis über die 24 hinweg schaffen, denn die ist dann quasi ja halsbrecherisch. Da muss man richtig knobeln. Und oftmals ist es auch eine strategische Herausforderung, einfach die richtige Strategie halt zu finden, zu knobeln und zu wissen, wie man das Spiel spielen muss, um erfolgreich zu sein. Genau, dann machen wir jetzt aber noch ein schickes Bild für das Thumbnail hier. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, eine schöne Adventszeit und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Bis dann.